Good morning, dear Sangha. Today is the 14th of June, 2013, and we are on the fourth day of our retreat, Ayushuv. Guten Morgen, liebe Sangha. Heute ist der 14. Juni 2013, und wir sind am vierten Tag unseres Retreats. Bist du dir sicher? On the first day, we have agreed with each other that there is one thing you can be sure of, that is the suffering in us and in the world. Am ersten Tag, da haben wir darin übereingestimmt, dass es eine Sache gibt, derer wir uns sicher sein können, und das ist die Tatsache, dass es Leiden gibt in der Welt. And basing on that truth, the Buddha has built his teaching and practice. Und auf dieser Wahrheit basierend hat der Buddha seine Lehre und seine Praxis aufgebaut. Because we know that if suffering is there, something else must be there at the same time. Denn wir wissen, wenn Leiden da ist, dann muss es auch noch etwas anderes geben, was zur selben Zeit auch da ist. It is like the left and the right. If the left is there, then the right must be there somewhere. Es ist wie mit der linken und der rechten Seite. Wenn die linke Seite da ist, dann muss auch irgendwo die rechte Seite da sein. The left cannot be by itself alone. Die linke Seite kann niemals alleine existieren. The left has to interbe with the right. Die linke Seite interist mit der rechten Seite. Suppose politically you are on the left. Angenommen, du stehst politisch auf der linken Seite. You should not wish that the right disappear altogether. Dann solltest du dir nicht wünschen, dass die rechte Seite vollständig verschwinden würde. Because if the right disappears, you will disappear also as the left. Denn wenn die rechte verschwindet, dann würdest du als Linke genauso verschwinden. So nothing can be by itself alone. It has to interbe with the opposite. Denn nichts kann nur bei sich selber existieren. Es interist mit seinem Gegenüber, mit seinem Gegenstück. So the Buddha has taken suffering as the first noble truth. Deswegen hat der Buddha Leiden als die erste edle Wahrheit genommen. Dukkha is the word in Sanskrit, and we can translate it as ill being. Und Dukkha ist das Sanskrit-Wort dafür, und das kann man als Unwohlsein übersetzen. So the first noble truth confirms the existence of ill being, of suffering. Und die erste edle Wahrheit, die bestätigt uns also die Existenz von Leiden, die Existenz von Unwohlsein. And if we confirm the existence of ill being, we have to confirm also the existence of its opposite. Und wenn wir die Existenz von Unwohlsein bestätigen, dann müssen wir auch gleichzeitig die Existenz des ihres Gegenstückes bestätigen. It is like if we confirm the existence of the left, we have to confirm the existence of the right. Es ist so, dass wie als wenn wir die Existenz der linken Seite bestätigen, dann müssen wir auch die Existenz der rechten Seite bestätigen. So when the Buddha say that suffering is, and then he says at the same time that happiness is possible also. Und wenn der Buddha also sagt, dass Leiden existiert, dann sagt er im selben Moment, dass auch Glück, glücklich sein existiert. And that is exactly the third noble truth is. Und das ist genau die dritte edle Wahrheit. And the third noble truth is the existence of well-being. Und die dritte edle Wahrheit beschreibt die Existenz von Wohlsein. So we can say that I suffer, therefore happiness is. Deswegen kann man sagen, weil ich leide, deswegen gibt es Glück. Because since you confirm the existence of suffering, you have confirmed at the same time
the existence of happiness somewhere. Denn indem du die Existenz von Leiden bestätigst, bestätigst du auch gleichzeitig irgendwo die Existenz von Glück, von Glücklichsein. This way of thinking is opposite of the dualistic thinking. Und diese Art von Denken ist gerade das Gegenteil der dualistischen Denkweise. Because it is based on the insight of interbeing. Weil es auf der Einsicht von Intersein basiert. Interbeing, it means you cannot be by yourself alone. Intersein, das bedeutet, du kannst alleine nicht existieren. The left cannot be by herself alone. Die Linke kann alleine nicht existieren. The left has to interbe with the right. Die linke Seite muss mit der rechten Seite inter sein. The thinking of the Buddha in the Four Noble Truths is right thinking, because it is based on the insight of interbeing. Since suffering is, happiness must be. Und dieses Denken des Buddhas ist rechtes Denken, denn es denkt im Intersein und es sagt, dass ohne die Linke die Rechte nicht existieren kann. When we think of the statement made by Descartes, we know, we see very clearly that that statement of Descartes is based not on the insight of interbeing, but on the foundation of dualistic thinking. Und wenn wir uns die Aussage von Descartes anschauen, dann stellen wir fest, dass diese Aussage nicht auf der Einsicht von Intersein basiert, sondern auf einer dualistischen Sicht. He said, I think, therefore I am. Und er hat gesagt, ich denke, also bin ich. So he confirmed the existence of the thinking. Und er hat damit die Existenz des Denkens bestätigt. And he concluded, since the thinking is there, the thinker must be somewhere. Und er hat geschlussfolgert, weil das Denken existiert, muss auch irgendwo ein Denker sein. And the thinker can be something that exists outside of the thinking. Und der Denker ist jemand oder etwas, das außerhalb des Denkens existieren kann. But when we observe, we can see the opposite. Aber wenn wir genau beobachten, dann können wir feststellen, dass gerade das Gegenteil existiert, dass gerade das Gegenteil Tatsache ist. Yesterday during the time of Dharma discussion, there was raining. There was rain. Gestern während der Dharma-Diskussion hat es geregnet. The raining was there, but there is no rainer. Und der Regen war zwar da, aber es gab keinen Regner. The raining is quite possible without the existence of a rainer. Und der Regen war durchaus möglich ohne die Existenz eines Regners. And when we say the wind blows, it's very funny. Und wenn wir sagen, der Wind weht, dann ist das recht komisch. Because if the wind does not blow, it is not the wind. Weil wenn der Wind nicht weht, dann ist es nicht der Wind. And if you look deeply, we don't see any blower behind. Und wenn wir genau hinschauen, da sehen wir ja keinen Winder, keinen Wehr. The same thing is true with the thinking. There is thinking, but we don't need a thinker. Und dasselbe gilt in Bezug auf Denken. Da gibt es zwar das Denken, aber wir brauchen keinen Denker. That is why, when you compare the two statements, we can see that one is based on the dualistic thinking, and one is based on the non-dualistic thinking. It means the insight of interbeing. Deswegen, wenn wir die beiden Aussagen vergleichen, dann können wir feststellen, dass die erste Aussage auf einer dualistischen Sicht basiert und die zweite Aussage gerade nicht auf einer dualistischen Sicht, sondern auf einer Sicht, die auf dem Intersein basiert. And that is why we have to train ourselves to think and to see things in the light of interbeing. Und deswegen müssen wir uns darin trainieren, die Dinge aus der Sicht des Interseins zu betrachten. And the truth is simple enough. You cannot be.
by yourself alone. You have to intervene with all of us. Und die Wahrheit ist einfach genug. Du kannst alleine nicht existieren. Du kannst nur im Intersein mit uns anderen zusammen existieren. It is like man cannot be by himself alone. He has to be with animals, plants and minerals. Das gleiche gilt dafür, dass die Menschheit nicht alleine existieren könnte. Sie existiert nur zusammen mit den Tieren, den Pflanzen und den Mineralien. And if you do harm to the animals, plants and minerals, you do harm to yourself. Und in dem Moment, wo du den Pflanzen, den Tieren und den Mineralien Schaden zufügst, fügst du auch dir selber Schaden zu. So when we see humans, when we look at humans, we see animals, plants and minerals in him, in her. Und deshalb, wenn wir uns einen Menschen anschauen, dann sehen wir die Tiere, die Pflanzen und die Mineralien in ihm und in ihr. And that is why when we look at a human being, and if we can see animals, plants and minerals, we have the insight of interbeing. Und wenn wir einen Menschen uns anschauen können und in ihm die Tiere, die Pflanzen und die Mineralien sehen, dann haben wir die Einsicht des Interseins. And we see very well that the foundation of the Buddha's teaching is the four noble truths. Und wir können klar erkennen, dass die Grundlage der buddhistischen Lehre die vier edlen Wahrheiten sind. And the first one is the confirmation of suffering. Und die erste ist die Bestätigung des Leidens. And the third one is the confirmation of happiness. Und die dritte ist die Bestätigung des Glücklichseins, des Glücks. Happiness is possible, peace is possible. Glück ist möglich, Frieden ist möglich. And then when we look into the first noble truth, we can see the second noble truth. Und wenn wir in die erste edle Wahrheit reinschauen, dann können wir dort die zweite edle Wahrheit sehen. And when we look into the third noble truth, we can see the fourth noble truth. Und wenn wir in die dritte edle Wahrheit schauen, können wir darin die vierte edle Wahrheit sehen. The first truth is that ill being is there. Die erste Wahrheit besagt, Unwohlsein existiert. And the second is how ill being is made. Und die zweite besagt, wie das Unwohlsein entstehen konnte. And when we look into ill being deeply, we can find out how ill being is made. Und wenn wir tief in das Unwohlsein schauen, dann können wir erkennen, wie das Unwohlsein geschehen konnte. And that is why the second noble truth can be described as a path leading to suffering, a path leading to ill being. Und deswegen kann die zweite edle Wahrheit beschrieben werden als ein Pfad, als ein Weg, der zum Unwohlsein führte, als ein Weg, der zum Leiden führte. We have taken a path, a certain path, a certain way of living that has led us to suffering. Wir haben einen bestimmten Weg genommen, einen bestimmten Pfad, einen bestimmten Lebensweg gewählt, der uns zum Unwohlsein geführt hat. Suppose ill-being is our depression. Angenommen, das Unwohlsein ist unsere Depression. And looking into the nature of our depression, we can see how we have lived our life in the past 6 months or so. Wenn wir in die Natur unserer Depression schauen, dann können wir sehen, wie wir in den letzten 6 Monaten unser Leben gelebt haben. We have lived the past 6 months in such a way that has made, that has allowed our depression to become a truth, a reality. Wir haben die letzten 6 Monate auf eine solche Art und Weise gelebt, dass es
dass es passieren konnte, dass unsere Depression eine Wahrheit wurde, dass unsere Depression eine Realität wurde. So it is very clear that looking into the nature of your being, we can see the second noble truth, the path leading to your being. Deswegen ist es eindeutig, dass wenn wir in die erste edle Wahrheit schauen, dass wir dort die zweite edle Wahrheit erkennen können, nämlich den Weg, der zum Unwohlsein geführt hat. And the same is true with well-being. When we look into the third noble truth, well-being or the cessation of ill-being, which is the same, we can see the path that leads to well-being. Und das Gleiche gilt für die dritte edle Wahrheit. Wenn wir in unser Wohlsein schauen, können wir den Weg erkennen, der zum Wohlsein geführt hat. So the second and the fourth noble truth can be conceived, can be understood in terms of path. Die zweite und die vierte edle Wahrheit können also als eine Art von Weg, als eine Art von Pfad wahrgenommen und verstanden werden. When you look into the nature of your being, not only you can see the path leading to your being, but you can also see that well-being is possible, and also you can see the other path that can lead to well-being. Wenn wir also in das Unwohlsein schauen, können wir nicht nur den Weg erkennen, der zum Unwohlsein geführt hat, sondern wir können auch das Wohlsein erkennen und den Weg, der zum Wohlsein geführt hat. And you need only to look into one thing, one truth, in order to see all the other three truths. Und du musst nur in eine der Wahrheiten hineinschauen, um dort die anderen drei Wahrheiten sehen zu können. It is like when you look at the human being deeply and you can see animals, plants and minerals. Es ist genauso, wie wenn du tief in ein menschliches Wesen schaust und dort die Tiere, die Pflanzen und die Mineralien sehen kannst. Because the nature of everything is interbeing. Denn von allem, die Natur von allem ist die Natur des Interseins. So, when you study the Four Noble Truths, you have to look at them in the light of interbeing. Deshalb, wenn du die vier edlen Wahrheiten studierst, musst du sie im Licht des Interseins betrachten. Looking into any of the Four Noble Truths, you can see all the other three noble truths. Wenn du nur eine dieser edlen Wahrheiten dir anschaust, kannst du darin alle anderen drei auch sehen. And in the Buddhist tradition, the path that lead to well-being is called the Noble Path. Und im Buddhismus wird dieser Weg, der zum Wohlsein führt, der edle Weg genannt. The Aryan, the Noble Path. Der edle Weg. It is noble because it led us to peace, to compassion, to love, to happiness. Und er ist deswegen edel, weil er uns zu Frieden, Freude, Glück und Mitgefühl führt. The other truth also describe a kind of path, but that path does not lead to well-being. It leads to suffering. Und die andere Wahrheit beschreibt auch einen Weg, aber es ist kein Weg, der zum Glück führt, sondern ist ein Weg, der zum Leiden führt. So, it cannot be described as a noble path. Und er kann deswegen auch nicht als edler Pfad bezeichnet werden. And we can call it a ignoble path. Und deshalb können wir es als unedlen Pfad bezeichnen. But in the Buddhist teaching, the second noble truth can also be described in terms of food, of nutriment. Denn der zweite Weg kann auch noch auch anders andererseits als Nahrung, als Nahrungsweise beschrieben werden. Shariputra, that excellent Dhamma teacher of the Buddha, he liked to describe the second noble truth in terms of consumption, in terms of food,
in terms of nutrients. Und der Shariputra, dieser wunderbare Schüler des Buddha, der hat diesen Pfad gerne im Sinne von Konsum, im Sinne von Nahrung, im Sinne von Ernährung beschrieben. Because you consume this kind of food, that is why you suffer. Denn weil du diese Art von Essen konsumierst, deswegen leidest du. But if you stop consuming this and begin to consume this, and then happiness will be yours. Aber wenn du aufhörst, diese Dinge zu konsumieren und anfängst, die anderen Dinge zu konsumieren, dann wird das Glück dir gehören. So today we will learn the second noble truth and the fourth noble truth in terms of nutriment, in terms of food, in terms of consumption. Deswegen werden wir heute die zweite und vierte edle Wahrheit lernen in Bezug auf Nahrung, in Bezug auf Essen, in Bezug auf Konsum. Our society is sick, it's full of violence and anger and despair, because we have followed a path of consumption that does not correspond with the noble path. Unsere Gesellschaft ist krank. Unsere Gesellschaft ist voll von Gewalt, Wut und Verzweiflung, weil sie einem Weg gefolgt hat, der nicht mit dem Konsum des vierten Weges, der vierten Wahrheit übereinstimmt. In that light, that practice, the fifth mindfulness training, mindful consumption is the way out for our society. Und in diesem Licht betrachtet ist das die fünfte Achtsamkeitsübung, die den achtsamen Konsum bezeichnet, ist der Ausweg für unsere Gesellschaft. The Buddha has said several times that nothing can survive without food. Viele Male hat der Buddha gesagt, nichts kann ohne Nahrung überleben. Even if your love is so beautiful, but if you don't know how to feed your love, it will die. Sogar deine Liebe, sie kann wunderschön sein, aber wenn du nicht in der Lage bist, sie zu nähren, dann wird sie nicht überleben. If you don't feed your love, it will turn into something else, like anger or hate. Und wenn du die Liebe nicht ernährst, dann wird sie sich in etwas anderes verwandeln, in Hass und Wut. That is why we have to learn how to nourish and to feed our love in our daily life. Deswegen müssen wir lernen, unsere Liebe im Alltag zu ernähren, zu pflegen. Your depression also. If your depression continues, because you keep feeding it. Und das Gleiche gilt für deine Depression. Deine Depression geht deshalb weiter, weil du sie ernährst. If you recognize the source of nutrients you have been using to feed your depression, and if you know how to cut off that source of nutriment, and then your depression will have to die, will have to go away in a few weeks. Und wenn du die Quelle herausfindest, die Quelle dessen, womit du deine Depression ernährst, und wenn du in der Lage bist, diese Nahrungsquelle durchzuschneiden, dann wird deine Depression innerhalb weniger Wochen sterben. Your depression needs food in order to survive. Deine Depression braucht Nahrung, um am Leben zu bleiben. And you have been feeding your depression. Und du hast deine Depression ernährt. Now if you know what kind of food you have been using in order to feed it, and if you begin to cut it, your depression will surely die. Und wenn du jetzt weißt, mit welcher Art von Nahrung du deine Depression am Leben gehalten hast und du in der Lage bist, diese Nahrungsquelle abzuschneiden, dann wird deine Depression mit Sicherheit sterben. And the Buddha has made this important declaration. What has come to be? If you know how to look deeply into it and identify its source of nutriment, you are already on the path of liberation and healing. Und der Buddha hat eine wichtige Erklärung gemacht. Wenn du erkennst, wenn du die Nahrungsquelle
von etwas erkennst und also erkennst, wodurch etwas am Leben erhalten wird, dann bist du schon auf dem Weg der Heilung und der Besserung. What has come to be is your ill-being. Und was also was in zur Existenz gekommen, was also entstanden ist, das ist dein Unwohlsein. If you have the time to look deeply into it and recognize and identify the kind of food you have used to nourish it, and then you are halfway there already on the path of emancipation. Und wenn du tief in das Unwohlsein hineinschauen kannst und erkennen kannst, womit du es am Leben erhältst, womit du es ernährst, dann bist du schon den Weg halb gegangen, der zur Befreiung von dem Leiden führt. That is why suffering, ill-being is the best kind of object of your meditation. Und deswegen ist Leiden und Unwohlsein das beste Meditationsobjekt für dich. Because when you look deeply into your suffering, you find the way out of suffering. Denn wenn du tief in dein Leiden schaust, wirst du den Weg erkennen, der aus dem Leiden herausführt. And if you keep trying to run away from your suffering, you do not have that chance to understand your suffering and to see the path of transformation and healing. Und solange du vor deinem Leiden davonläufst, wirst du nie die Gelegenheit haben, tief in dein Leiden zu schauen und den Weg von Heilung und Verwandlung gehen zu können. The people who ask, why do you describe suffering as something noble? What is so noble about suffering? Und es gibt Leute, die fragen mich, wieso beschreibst du Leiden als etwas Edles? Was ist denn am Leiden so edel? The answer is that suffering is noble because when you look at it, you can find the way out. Und die Antwort lautet, das Leiden ist deshalb etwas Edles, weil wenn du das Leiden betrachtest, hast du schon den Ausweg daraus gefunden. And the fourth noble truth, although it is usually described as a path, marga, but we can very well describe the four noble truths in terms of consumption, food, nutrients. Und obwohl die vierte edle Wahrheit normalerweise als eine Art von Pfad oder Weg bezeichnet wird, können wir es genauso gut als eine Art von Nahrungsaufnahme, von Konsum bezeichnen. And we can say that if we know how to consume, and then we can heal. Und deshalb können wir sagen, wenn wir wissen, wie wir konsumieren, dann können wir heilen. The practice of mindful consumption is the way out for our society, for our family. Die Praxis des achtsamen Konsumierens ist der Ausweg, die Lösung für unsere Gesellschaft und für die Familie. There are four kinds of food. There's like four kind of nutrients. Es gibt vier Arten von Essen, es gibt vier Arten der Nahrung. And the first one is called edible food. Und die erste wird essbares Essen genannt. And the second one is sensory impression. Und das zweite sind Sinneseindrücke, Sinneswahrnehmungen. The third is volition. Die dritte ist Willenskraft. And the fourth is consciousness. Und die vierte ist Bewusstsein. Hoping to be accepted in another country, separated from his country by a big desert. Und die sind aus ihrem Land geflüchtet, in der Hoffnung, in einem anderen Land aufgenommen zu werden. Dieses andere Land war aber von ihrem Land durch eine große Wüste getrennt. And they brought their little boy along. Sie haben ihren kleinen Sohn mitgebracht. But halfway through the desert, they run out of food. Aber auf halbem Weg durch die Wüste sind ihnen die Nahrungsvorräte ausgegangen. And they knew that they are going to die. Wenn sie ein Stück Fleisch gegessen haben, dann haben sie sich auf die Brust geschlagen, sich die Haare rausgerissen, geweint und sich gefragt, wo ist unser kleiner Junge jetzt? And fortunately, they got out of the desert and was accepted
as refugees in the other country. Und glücklicherweise haben sie es durch die Wüste geschafft und wurden im anderen Land als Flüchtlinge akzeptiert. I think the Buddha must have told the story directly by that couple of refugees. Und ich denke, der Buddha hat diese Geschichte direkt von diesem Pärchen von Flüchtlingen erzählt. He told the monks about the story and asked them, "My dear friends, do you think that the couple enjoy eating their son's flesh?" Und er hat seine Mönche gefragt, glaubt ihr, dass es ihnen Freude bereitet hat, das Fleisch ihres Sohnes zu essen? And the monks said, "Dear teacher, it's impossible to enjoy eating your son's flesh." Und die Mönche haben gesagt, geehrter Lehrer, es ist unmöglich, es zu genießen, das Fleisch des eigenen Sohnes zu essen. And the Buddha said, "And then, my dear friends, let us eat our daily food in such a way that can help preserve compassion in us. Otherwise, we'll be eating the flesh of our own sons and daughters." Und deswegen hat der Buddha gesagt, lasst uns unser Essen so essen, dass wir unser Mitgefühl dabei am Leben erhalten können, denn ansonsten würden wir das Fleisch unseres eigenen Sohnes und unserer eigenen Tochter essen. It would be very helpful if every time before you eat that piece of meat, you look deeply into it and see where that piece of meat has come from. Und es wäre hilfreich, wenn jedes Mal, wenn du ein Stück Fleisch isst, dass du vorher tief in dieses Stück Fleisch schaust und dich fragst, woher dieses Stück Fleisch kommt. Now so many people in India, they want to eat meat like the people who could afford to eat meat every day before them. Und viele Menschen in China und viele Menschen in Indien wollen jetzt auch Fleisch essen, so wie es vorher nur die konnten, die es sich auch leisten konnten. And many, many people who just get out of the situation of poverty, and they want to enjoy eating meat like the other people. Und viele Leute, die gerade erst der Armut entkommen sind, genügend zu essen haben. And we have been using grains to feed animals and to make alcohol. Und wir haben Getreide benutzt, um Tiere zu füttern und um Alkohol herzustellen. If we do alcohol mindfully and reduce living beings. Und das Leiden von Lebewesen und Tieren. Of fear, of frustration, of the animal that is being killed, is there, are there, in whenever a monk goes out, whether to the post office or to the marketplace, he is always accompanied by a second body. Und in Plum Village und in jedem anderen unserer Praxiszentren ist ein Bruder, ein Mönch, der rausgeht, der zur Post geht oder der auf den Markt geht, immer in Begleitung von seinem zweiten Körper. And that second body is there to support and to help us not to go astray when we get to the internet. Und dieser zweite Körper ist da, um uns zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir nicht vom rechten Wege abkommen. And many young people, they get sick just because they are not accompanied in that dangerous realm of consumption. Und viele Kinder werden krank, weil sie in diesem gefährlichen Bereich des Konsums nicht begleitet werden. When you have a conversation with a friend, you consume. Wenn du ein Gespräch mit einem Freund hast, dann konsumierst du. Because what the other person say may be full of hate, despair, violence,
and while you are listening to him or to her, you consume. Denn was der andere sagt, ist vielleicht voll von Hass, voll von Verzweiflung und Gewalt. Und während du ihm zuhörst, konsumierst du. If you are a psychotherapist, please aware. Wenn du ein Psychotherapeut bist, sei dir dessen bewusst. You may have to see 3, 4, 5 clients a day. Du musst vielleicht 3, 4 oder 5 Patienten jeden Tag sehen. And what you listen to may be full of anger, frustration, despair. You are consuming. Und was du dir anhörst, ist vielleicht voll von Wut, Frust und Gewalt, und du konsumierst das. And if you do not have enough insight and compassion, and then these poison could penetrate in you, and you get sick like them after a number of years. Und wenn du nicht genügend Einsicht und genügend Mitgefühl hast, dann kann das auch dich vergiften, und nach vielen Jahren nach einigen Jahren kannst du krank davon werden. You have to go and get healthy food from elsewhere. Und dann musst du dir gutes, gesundes, heilendes Essen besorgen von irgendwo anders. In your daily life, you should have enough time to consume healthy things so that you can nourish your joy, your happiness, your compassion, your understanding. Und im Alltag, da solltest du genug Zeit haben, um auch solche, um gute, heilsame Sachen zu konsumieren, sodass du deine Freude, dein Glück, dein Mitgefühl am Leben ernähren kannst. You need a sangha, you need a practice. You need good nourishment, otherwise you cannot survive long as a psychotherapist. Du brauchst eine Gemeinschaft, eine Sangha. Du brauchst eine Praxis. Ansonsten wirst du als Psychotherapeut, Therapeutin nicht lange überleben können. When you read an article in a magazine, you consume. Wenn du einen Artikel in einer Zeitschrift liest, dann konsumierst du. Because the article may be full of anger, fear, violence. And if you continue to read articles like that every day, and then you get sick. Weil dieser Artikel vielleicht voll ist von Wut, voll von Angst und Gewalt. Und wenn du solche Art von Artikel jeden Tag liest, dann wirst du davon vielleicht krank. If a young man takes a gun and go to the school and kill, it's not because he likes to do that. Und wenn ein junger Mann eine Waffe nimmt, in eine Schule geht und Menschen tötet, dann ist es nicht etwa deshalb, weil er sowas gerne machen würde. He has consumed a lot of violence and anger and fear. Er hat viel Gewalt, Wut und Angst konsumiert. And we are so busy, we do not have the time to protect each other. Und wir sind zu beschäftigt, um uns gegenseitig vor so etwas zu schützen. And that is why in this modern time we have to protect ourselves, our family, our society by the practice of mindful consumption. Und deswegen müssen wir in dieser modernen Zeit uns selbst, unsere Familie und unsere Gesellschaft mit der Praxis des achtsamen Konsumierens schützen. The Buddha used an image, the image of a cow that has a skin disease to describe this state of being. Der Buddha benutzt dafür die Geschichte, das Bild einer Kuh, die eine Hautkrankheit hat. The cow is so sick, she does not seem to have any skin anymore. And wherever she goes, in the water, or lying on the ground, she's always attacked by tiny insects sucking her blood. Und die Kuh ist so krank, dass sie schon fast keine Haut mehr hat. Und wo immer sie hingeht, zum Beispiel ins Wasser, wird sie ständig von winzig kleinen Insekten angegriffen. Mindfulness is a kind of skin that can help protect us from the attack from many insects.
coming from all directions. Und Achtsamkeit ist wie eine solche Haut, die uns vor den Angriffen von Insekten schützen kann. When you drive through the city, although you don't want to consume, you consume anyway. Wenn du durch die Stadt fährst und obwohl du nicht konsumieren möchtest, konsumierst du trotzdem. You consume the sound. You consume the advertisement. Du konsumierst die Klänge und Töne, du konsumierst die Werbung. And mindfulness is the only skin, is the only protection that you have in order to protect yourself. Und Achtsamkeit ist die einzige Art von Schutz, die du hast, um dich zu schützen. Volition is the third source of nutriment. Willenskraft ist die dritte Art der Nahrung. Volition is your desire, your deepest desire, what you want to do with your life. Willenskraft, das ist der tiefste Wunsch, die tiefste Sehnsucht, was du mit deinem Leben machen möchtest. If someone does not want to do anything with his or her life, she doesn't want to live anymore. Wenn jemand nichts mehr mit seinem Leben anfangen möchte, dann möchte er oder sie auch nicht länger leben. And this is a very powerful source of energy that helps us to be alive. Und das ist eine sehr kraftvolle Energiequelle, die uns dabei hilft, am Leben zu bleiben. Siddhartha Gautama, who became the Buddha, he was also motivated by a desire, the desire to practice, to liberate and help others to suffer less. Und Siddhartha Gautama, der später zum Buddha wurde, der war auch von einem tiefen Wunsch, von einer tiefen Sehnsucht erfüllt, nämlich der Sehnsucht zu praktizieren, Befreiung zu erlangen und anderen Menschen zu helfen. So volition is a kind of energy that helps us to continue with our life. Willenskraft ist also eine Art von Energie, die uns hilft, unser Leben weiterzuleben. And we should have the time to sit down and identify the kind of desire that is dearest to us. Und wir sollten uns die Zeit nehmen, uns hinzusetzen und nachzuschauen, welche Sehnsucht ist uns die allerliebste ist. If the deepest desire in you is to help save this planet, that is good food. Und wenn deine tiefste Sehnsucht es ist, diesen Planeten zu schützen, zu retten, dann ist das eine gute Nahrung. If your deepest desire is to help children to be better protected, to have a better education, to have a better environment, and that is good food. Und wenn es dein Wunsch ist, deine tiefste Sehnsucht ist, dass Kinder einen besseren Schutz haben, eine bessere Erziehung haben und ein besseres Umfeld haben, dann ist das eine gute Nahrung. But if your deepest desire is to have more money, more fame, more power, more sex, that may be destructive. Wenn deine tiefste Sehnsucht es allerdings ist, mehr Ruhm, mehr Macht, mehr Geld, mehr Sex zu haben, dann ist das unter Umständen zerstörerisch. Because many people who have been running after these objects of craving, they have destroyed their body and their mind. Denn viele Menschen, die diesen Begierden, diesen Verlangen hinterhergelaufen sind, die haben damit oder dadurch ihren Körper und ihren Geist zerstört. A terrorist is motivated by the desire to punish. Ein Terrorist ist durch das Verlangen motiviert, bestrafen zu wollen. And that he to revenge, to punish is his food. Und dieses Strafen, dieses Rache nehmen wollen, das ist seine Nahrung. And if we are motivated by compassion to help people to suffer less, that is a much better kind of food. It's healthier, much healthier. Aber wenn wir von Mitgefühl bestimmt sind, geleitet werden und von dem Wunsch, das Leiden anderer zu verringern, dann ist das eine viel gesündere Art von Nahrung. So it may be very helpful to reflect with your partner about this kind of nutriment, to find out what we really want to do with our life is very important.
Und es kann sehr hilfreich sein, mit dem Partner sich darüber Gedanken zu machen, was unser eigentlicher Wunsch, unser eigentlicher Wille ist, um sich darüber im Klaren zu werden. Das ist sehr wichtig. If the couple is motivated by the same kind of desire, which is good food, and then they will have a chance to have true happiness. Und wenn das Paar von dem gleichen Wunsch bestimmt beseelt ist, etwas Gutes machen zu wollen, dann haben sie gute Chancen, glücklich zu leben. Because the energy provided by this deepest desire, this ideal to serve, is powerful and can give us a lot of strength so that we can confront the difficulties presented in our daily life. Weil diese Energie, die von diesem Wunsch, von dieser Sehnsucht kommt, ist eine sehr starke Energie und kann uns dabei helfen, Schwierigkeiten zu überwinden, denen wir in unserem Alltag begegnen. The fourth nutriment is consciousness. Die vierte Art von Nahrung ist Bewusstsein. We have many good things in our consciousness, like mindfulness, concentration, insight, love, compassion, joy. Und wir haben in unserem Bewusstsein viele gute Sachen. Achtsamkeit, Konzentration, Einsicht, Mitgefühl, Freude. And if we know the practice of mindfulness, we might touch the seat of joy, happiness, mindfulness inside in us, so that they become wholesome, healthy energy in us. That is good consumption. Und wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dann können wir diese guten Sachen in unserem Bewusstsein berühren, wie Freude, Glück, Mitgefühl und Liebe, und können sie stärker machen. Und das ist eine gute Nahrung. We know that our body also can consume itself. Wir wissen auch, dass unser Körper sich selber konsumieren kann. If we go on a fast for 10 or 15 days, our body begins to consume the fat and the things that have been preserved in it. Wenn wir fasten, wenn wir 10 oder 15 Tage fasten, dann stellen wir fest, dass der Körper seine eigenen Fettressourcen verbraucht, die er gespeichert hat. We can survive a month without eating because there is a reserve of nutriment within our body. Wir können einen Monat ohne Essen überleben, wegen der vielen Nahrung, die in uns gespeichert ist. Our consciousness is the same. Und mit unserem Bewusstsein verhält es sich genauso. It can consume the good things in it, or it can consume the things that are not so good in it. Es kann sowohl die guten Dinge in sich konsumieren, als auch die Dinge, die noch nicht so gut sind. Suppose you have suffered a lot as a child. Angenommen, als Kind hast du stark gelitten. And you have a lot of sad, suffering memories, and all these are still stuck in a certain corner of your consciousness. Und du hast vielleicht viele traurige, leidvolle Erinnerungen, die noch in einer Ecke deines Bewusstseins gespeichert sind. And there are many of us who like to go back to the past and experience again and again and again the suffering that we have endured in the past. Es gibt viele von uns, die immer und immer und immer wieder zu dieser Vergangenheit zurückkehren wollen und sie immer wieder neu erfahren wollen, das Leiden. Not only during the night we go back to that corner and watch the film of the past again and again, but during the day we have the tendency to go back to the past and live and experience again and again the suffering of the past. Und es ist nicht nur nachts in unseren Träumen, dass wir immer wieder in diese dunkle Ecke zurückkehren und die Vergangenheit neu erleben, sondern auch während des Tages haben wir die Gewohnheit, diese schmerzhaften Erfahrungen immer wieder neu zu erleben. And the past has become a kind of prison. And we are no longer free in order to enjoy the wonders of life available in the present moment. Und dadurch ist die Vergangenheit zu einer Art Gefängnis für uns geworden, und
Wir sind dadurch nicht mehr in der Lage, die Wunder des Lebens im gegenwärtigen Augenblick zu erleben. So when you see your partner caught in the past, always trying to live again and again the suffering in the past, you might like to say something or to do something in order to bring her out of the prison of the past so that she has a chance to experience life in the present moment. Und viele von uns, die es erleben, dass der Partner immer wieder in diese dunkle Ecke der Vergangenheit zurückkehrt, die haben vielleicht den Wunsch, ihn da herauszureißen, ihn da herauszuholen und es ihm zu ermöglichen und ihm da zu helfen, die Wunder des Lebens im Augenblick zu erleben. There are animals like water buffaloes and cows. After having chewed, they swallow down and then they bring it out again and they swallow again, they chew again and they swallow again. These people continue to consume the suffering of the past. Und es gibt Tiere wie zum Beispiel den Wasserbüffel oder die Kuh, die das Gras isst, verdaut und dann nochmal kaut und wieder runter und wieder verdaut und nochmal kaut und wieder verdaut. Und die Leute sind wie diese Kuh, wie diese Tiere, die immer wieder die Vergangenheit neu kauen und neu verdauen. And they spend their time of the day ruminating their own suffering in the past. Sie verbringen ihren Tag damit, diese Ereignisse der Vergangenheit wiederzukäuen. This morning we listened to the discourse on how to live alone. Heute Morgen haben wir das Sutra vom besseren Weg, alleine zu leben, gehört. And we hear that there are those who always go to the past and get caught in the past. Und wir haben gehört, dass es diejenigen gibt, die immer wieder in die Vergangenheit zurückkehren und in der Vergangenheit gefangen sind. In the past, my body was like that, my feeling was like that, my mental formations was like that. In der Vergangenheit, da war mein Körper so und so, da waren meine Gefühle so und so und da waren meine Geistesformationen so und so. And that is someone caught by the past. Und das ist jemand, der in der Vergangenheit gefangen ist. So consuming like that is not good. That is why the practice of mindfulness can help us get out of that prison and begin to learn how to live our life in the present moment. Und auf diese Art und Weise zu konsumieren, das ist nicht gut. Und die Praxis der Achtsamkeit kann uns dabei helfen, aus diesem Gefängnis auszubrechen und anzufangen, die Wunder des Lebens in der Gegenwart zu erleben. And if we allow the seed of fear, anger, despair in us to water by ourselves and by other people, and then we continue to consume these poisonous, toxic elements from our own consciousness. That is not good food. Wenn wir es zulassen, dass wir die Samen der Wut, der Angst und der Verzweiflung in uns selbst immer wieder konsumieren und auch von außen konsumieren, dann ist das eine Art von Nahrung, dann ist es so, als wenn wir dieses Gift, diese giftigen Nahrungsmittel immer wieder konsumieren. Und das ist nicht gut für uns. And there is also the collective consciousness as food. Und dann gibt es auch noch das kollektive Bewusstsein als Nahrung. When you come to a retreat like this, you see that everyone practices mindful breathing and walking, and together we produce a collective energy of mindfulness and joy and compassion. And if we allow ourselves to be in this zone of energy, we consume good food. Und wenn wir zu einem solchen Retreat wie diesem hier kommen, dann sehen wir, wie alle Leute atmen und gehen und gemeinsam eine Energie von Achtsamkeit, von Freude und Mitgefühl produzieren und dann konsumieren wir auch automatisch diese Energie und das ist eine Art von heilsamer, von guter Nahrung. But in our big city, there are neighborhoods where people are very angry, violent, fearful, hateful.
aber in der Großstadt, da gibt es bestimmte Stadtviertel, wo die Menschen voller Angst, voller Wut und voller Gewalt sind. The way people in that neighborhood act, react, speak, look, express the energy of anger, fear and violence. Und die Art und Weise, wie die Menschen sich dort ausdrücken, wie sie einen anschauen, wie sie sich verhalten und wie sie reden, das ist alles ein Ausdruck dieser Wut, dieser Angst und dieser Gewalt. And together the people in that neighborhood create a collective energy of violence, of anger, of hate that you can feel every time you go to that area. Und diese Menschen, die produzieren gemeinsam eine kollektive Energie der Wut, der Gewalt und des Hasses, die wir spüren können jedes Mal, wenn wir dorthin gehen. And if it happened that you have bought a house in that neighborhood and your children go to school in that neighborhood, you are consuming bad food. Und sollte es der Fall sein, dass du in solch einem Stadtviertel ein Haus gekauft hast und deine Kinder in einem solchen Viertel zur Schule gehen, dann konsumieren sie jeden Tag diese Art von Nahrung. You do not want to be violent like them. Du willst vielleicht nicht so gewalttätig sein wie sie. You do not want to be angry and hateful like them. Du möchtest nicht so wütend und hasserfüllt sein wie sie. But if you stay for a few years in that neighborhood, you will be like them. Aber wenn du ein paar Jahre in diesem Stadtviertel wohnen bleibst, dann wirst du werden wie sie. Because during that time you continue to consume the collective energy of hate and violence and so on. Weil du in dieser Zeit diese kollektive Energie des Hasses und der Gewalt und so weiter konsumiert hast. That is why if you notice that the environment is not good, you and your children, you have to pull out as soon as possible from that nocive environment. Deswegen solltest du und deine Kinder euch so schnell wie möglich aus dieser Gegend zurückziehen, sobald ihr feststellt, dass ihr diese Art von Nahrung dort konsumiert. You have to protect you and protect your children first. Das Erste, was du tun musst, ist, dich selbst und deine Kinder zu beschützen. Later on, maybe you can come back later and help them. But you can only come back in strength. Später vielleicht kannst du zurückkehren, um ihnen zu helfen, aber du kannst nur aus einer Position der Stärke zurückkehren. Maybe you have a sangha behind you to help you in order to help transform that violent environment into something better. Vielleicht hast du eine Sangha, die dir mit dir zusammen oder die dir dabei hilft, diese gewaltsame Energie in etwas Besseres zu verwandeln. If you are a minister of health, a minister of education, please reflect on this. Und wenn du Gesundheitsminister oder Erziehungsminister bist, dann denke bitte darüber nach. That environment that is full of violence, anger and fear are poisoning our children. And no matter how good the program you can afford in school, they will be victims of that unmindful consumption, collective consciousness. Und solche Gegenden mit Gewalt, Hass und Angst werden die Kinder immer vergiften. Und da ist es auch egal, wie gut das ein spezielles Programm dann ist. Sie werden, wenn sie dieser kollektiven Energie ausgesetzt sind, ist das nicht gut. My dear friends, the fifth mindfulness training is a very deep teaching and practice. Liebe Freunde, die fünfte Achtsamkeitsübung ist eine sehr tiefe Lehre und eine sehr tiefe Praxis. If we know the right path of consumption, and then we can protect us, protect our children, protect our society, and get out of this present situation full of anger, fear, violence, and despair. Wenn wir es schaffen, oder wenn wir die rechte Art des Konsums, des Konsumierens lernen und können, dann können wir uns beschützen
unsere Familie und unsere Gesellschaft beschützen und aus dieser momentanen Situation herauskommen, aus dieser Situation der Gewalt, des Hasses, der Angst und der Verzweiflung. And that is why after having received the 5 trainings, we have to organize ceremonies of recitation every fortnight and Dharma sharing so that we can learn more and more deeply about how to put into practice in our daily life the teaching of the 5th mindfulness training. Und um die 5. Achtsamkeitsübung stärker in unserem Alltag verankern zu können, da sollten wir, nachdem wir die 5 Achtsamkeitsübungen übertragen bekommen haben, alle 14 Tage eine Rezitationszeremonie veranstalten und auch Dharma-Diskussionen über die 5 Achtsamkeitsübungen veranstalten, um das im Leben stärker, besser verankern zu können. And if you are parents, if you are school teachers, please reflect on this very important issue, the issue of mindful consumption. Und wenn ihr Eltern seid oder Lehrer, dann denkt bitte über dieses wichtige Thema, über das Thema des achtsamen Konsums, des achtsamen Konsumierens, denkt darüber bitte nochmal nach.